Ey Marius, weißt du, was mich wirklich fertig macht? Was denn? Parallele Geraden schneiden sich in der Unendlichkeit. Was? Stimmt das? Ich find's mega krass, ich muss mal googeln. Google oder Suchmaschinen allgemein, was wären wir nur ohne die? Selbst wenn das ganze Wissen der Menschheit im Internet wäre, nur durch Suchmaschinen wird es für uns so gut nutzbar. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, wie die eigentlich funktionieren. Über 1,88 Milliarden Webseiten gibt es im Internet und jeden Tag kommen neue dazu. Das kann man sich vorstellen wie einen riesengroßen Bücherhaufen, also wirklich riesengroß. So groß, dass man sein ganzes Leben lang nach einem bestimmten Buch suchen könnte, es aber nie finden würde. Und genau da kommen jetzt Suchmaschinen wie Google ins Spiel, denn die versuchen diesen riesigen Bücherhaufen irgendwie zu sortieren. Und die nutzen dafür sogenannte Webcrawler oder auch Spiders. Stellen wir uns das mal als ganz süße und freundliche kleine Spinnen vor. Die Spinnen gehen in diesen riesen Bücherhaufen rein und schauen sich jedes Wort in jedem Buch genau an und sortieren das dann wo ein. In dem Buch hier geht es um Pizza, in dem Buch geht es um Zimmerpflanzen, hier um Katzen, hier um Mathe und auch um Geraden. Doch jetzt machen die kleinen Crawler noch was anderes, was wir von Büchern so nicht kennen. Auf Webseiten gibt es ja viele verschiedene Links. Links, die zum Beispiel Inhalte von der Webseite miteinander verknüpfen oder aber auch auf andere Webseiten führen. Und genau diese Links nutzen die kleinen Spiders, um von einer Webseite auf die andere zu springen und da wieder neue Inhalte anzuschauen. Auf handysektor.de sieht es zum Beispiel so aus. Wer hier klickt, der landet dann auf einer neuen Seite und dann fahren die Spiders auch dort mit ihrer Arbeit fort. So entsteht dann ein Index, eine Übersicht über alle Bücher aus dem riesigen Bücherchaos-Stapel. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Google meine Frage "Schneiden sich parallele Geraden in der Unendlichkeit?" eingebe, dann wird der Index nach genau diesen Schlagwörtern durchsucht. Und alles, was dazu passt, wird mir angezeigt. Je öfter ein Schlagwort im Netz vorkommt, desto mehr Ergebnisse gibt es natürlich dazu auch. Aber ganz klar ist, nicht jedes Ergebnis ist gleich relevant. Wenn wo einmal das Wort gerade vorkommt, ist es wahrscheinlich nicht so relevant wie eine Webseite, auf der das Wort ganz oft vorkommt. Die Suchmaschinen sortieren also die Ergebnisse zu meiner Suche vor und idealerweise steht das beste Ergebnis ganz oben in der Liste. Aber Achtung, auch Suchmaschinen wollen Geld verdienen und deswegen stehen nicht immer natürliche Ergebnisse, also Ergebnisse, die so entstehen, wie ich gerade erklärt habe, ganz oben, sondern manchmal auch Anzeigen. Das kann man in der Regel aber gut erkennen. Trotzdem kann man sich natürlich noch fragen, wie wird überhaupt entschieden, welches Ergebnis besonders relevant für mich ist. Google nutzt zu dieser Sortierung über 200 verschiedene Faktoren, von denen ganz viele geheim sind. Ein paar sind bekannt. Zum Beispiel spielt der Aufenthaltsort des Suchenden eine Rolle und auch die Sprache, in der gesucht wird. Das macht ja auch Sinn. Wenn ich in Stuttgart nach Pizza bestellen google, dann bringt es mir natürlich mehr, wenn ich Suchergebnisse von hier bekomme und nicht irgendeinen Pizzalieferdienst in Berlin angezeigt bekomme. Genau dasselbe gilt, wenn ich mich über Tiger informieren will, dann möchte ich am liebsten natürlich auch deutsche Seiten haben, weil ich die einfacher lesen kann als englische, obwohl das Wort genau das gleiche im Englischen ist. Außerdem bewertet Google auch danach, wie gut und vertrauenswürdig eine Webseite ist. Diese Vertrauenswürdigkeit wird unter anderem dadurch bemessen, wer auf eine bestimmte Website verlinkt und auch wen diese Website wiederum verlinkt. Wikipedia zum Beispiel wird von Google als sehr, sehr vertrauenswürdig eingeschätzt, denn auf Wikipedia wird von vielen Seiten verlinkt, aber auch Wikipedia verlinkt zu vielen seriösen Quellen. Das ist übrigens ein Grund, warum Wikipedia ganz oft ganz weit oben in den Suchergebnissen steht. Es ist eine vertrauenswürdige Seite. Noch ein bekannter Faktor ist zum Beispiel die Aktualität. Also je aktueller eine Seite ist, desto besser wird sie in der Regel bewertet. Dass nicht alle Faktoren bekannt sind, das hat einen guten Grund, denn so wird vermieden, dass die Suchergebnisse gezielt manipuliert werden können. Eine kleine Art der Manipulierung, die ist schon Standard, nämlich SEO, Search Engine Optimization. Das wird zum Beispiel dann betrieben, wenn man etwas online verkaufen möchte, denn jeder, der was online verkauft, möchte natürlich bei Google möglichst gut ranken, damit man auch gefunden wird. Wenn ich also eine Suchanfrage bei Google eingebe, dann durchsucht Google nicht in Sekunden das ganze Internet, sondern Google durchsucht dann immer den eigenen Index und sucht besonders relevante Seiten für mich heraus. Es gibt übrigens einige Tricks, die man beim Suchen anwenden kann, um die Suche zu verfeinern. Jeder kennt zum Beispiel bestimmtes Problem, man sucht nach dem eigenen Namen, man heißt Melissa Schneider, man sucht nach Melissa Schneider und es werden einem lauter Ergebnisse angezeigt und keins davon ist für einen selbst relevant. Das liegt dann daran, dass Google nach allen Seiten mit Melissa und allen Seiten mit Schneider sucht. Der einfache Tipp dazu ist, den eigenen Namen in Anführungszeichen zu setzen. Dann weiß Google, ich suche genau nach dem. Melissa, Leerzeichen, Schneider. Noch mehr solche Tricks findet ihr im Link in der Videobeschreibung. Was ist jetzt mit den Geraden?
Stimmt, muss ich jetzt wirklich mal googeln und ihr solltet so lang vielleicht ein Like da lassen und den Kanal abonnieren.